Es ist Zeit für Welt der Wunder. Hallo. Bei Scharfschützen, da denken wir an getarnte Spezialeinheiten, die aus dem Hinterhalt schießen. Als eine der besten weltweit gelten die Scharfschützen der israelischen Armee. Ihre Kampftaktiken sind streng geheim. Doch die Geschichte des Präzisionsschießens, die begann viel früher. Sie tarnen sich, verstecken sich, schießen aus dem Hinterhalt. Scharfschützen können ein Kilometer weit entferntes Ziel treffen. Schon im Mittelalter sind sie gefürchtet. Die Spannkraft von dem Bogen ist ungefähr wie von einem geladenen 357 Magnum Revolver. Keine Armee der Welt kommt mehr ohne Scharfschützen aus. Wir zeigen warum. Israel. Seit seiner Staatsgründung ist das Land in einem militärischen Dauerkonflikt. Betonsperrmauern und Stacheldraht prägen die Landschaft. 60 Jahre lang stützt sich das Land auf seine mächtige Armee, die sogenannten israelischen Verteidigungsstreitkräfte, abgekürzt Zahal. Eine Militärbasis irgendwo in Israel. Als erstes ausländisches Filmteam bekommen wir die Erlaubnis, die Zalafim, Israels weltbekannte Elite-Scharfschützen, zu filmen. You must be alert and ready all the time. Wir sind immer in Alarmbereitschaft. Unsere Soldaten können es sich nicht leisten, mehrmals zu schießen. Bei einer Geiselnahme muss der Scharfschütze mit dem ersten Schuss treffen. Es gibt keine zweite Chance. Deswegen bringen wir ihnen auch von Anfang an bei, ihre Waffe immer sauber und bereit zu halten, egal was die Aufgabe ist. Die Gesichter der Soldaten bleiben unerkannt. Ihre Namen sind streng geheim. Mikey Hartmann kennt die Armee wie kein anderer. 10 Jahre lang leitete er das gesamte Scharfschützenprogramm Israels. Unsere Armee heißt zwar israelische Verteidigungsarmee und sie hat einen defensiven Charakter, aber wenn uns jemand angreifen will, dann greifen wir an, bevor er uns angreift. Die Schützen gehen geräuschlos vor. Stundenlanges, manchmal tagelanges Verharren inklusive. Das ist die angenehmste Position für jemanden, der lange warten muss. Würde er sich gerade hinlegen, in einer Linie mit dem Gewehr, würde es schnell sehr ungemütlich. Sehen Sie hier? Jetzt sind alle seine Muskeln entspannt. Seine Beine, Rücken, Schultern, alles ist entspannt. Das ist die beste Position für einen Scharfschützen. In Militärkreisen werden die Männer als sogenannte Sniper bezeichnet. Sie operieren in kleinen Gruppen oder sind völlig auf sich alleine gestellt. Die israelische Armee gilt als eine der bestausgebildeten weltweit. Seit Jahren trainieren hier auch immer wieder Scharfschützen aus Deutschland. Meist Spezialkräfte der Sondereinsatzkommandos, kurz KSK. Diese Treffen finden unter strengster Geheimhaltung statt. Die Geschichte der Scharfschützen beginnt bereits vor Jahrhunderten. Deutschland im frühen Mittelalter. Eine neue Waffe taucht auf, die Armbrust. Und mit ihr die ersten Scharfschützen. Er konnte in aller Ruhe mit der geladenen Armbrust anlegen und auf sein Ziel warten. Und das war auch möglich, weil er aus dem Hinterhalt schießen konnte. Mit der Armbrust brauchte man weniger Platz als mit einem großen Bogen, den man im Unterhalt sicherlich ganz schwer bedienen konnte. Ihren spektakulärsten Auftritt haben die Scharfschützen des Mittelalters bei der Schlacht von Visby 1361 in Dänemark. Archäologen finden ein Massengrab. Mehr als 10% der Toten sind durch gezielte Kopfschüsse gestorben. Es ist das Werk dänischer Scharfschützen. Jedes Nachladen dauerte damals 2 Minuten. Mit dieser deutschen Winde, das ist eine Zahnstangenwinde, wird der Bogen gespannt, beziehungsweise die Sehne in die Nuss gezogen. Dieser Stahlbogen hier bei dieser Armbrust hat eine Spannkraft von 300 Kilo oder 3000 Newton besser gesagt. Und da kann man mit Hand nichts mehr bewirken.
Nach der langen Prozedur des Nachladens sind die Armbrustschützen geizig mit ihren Bolzen. Sie lauern so lange, bis sie den einen Schuss abfeuern können. Der einzige Unterschied zu heute ist, dass wir ein paar mehr Patronen im Magazin haben und ein bisschen weiter schießen können. Aber die Idee ist doch genau dieselbe. Sie hat sich weiterentwickelt. Zurück zur israelischen Armee. Heute üben Wehrpflichtige, ein etwa 200 Meter entferntes Ziel zu treffen. Direkt daneben trainiert eine Eliteeinheit der Armee für den Städtekampf. Hierauf sind die Israelis spezialisiert. Das Ziel? Ein Haus besetzen und Stellung beziehen. Ein Szenario, das in Israel immer wieder zur Realität wird. Daher trainieren die Soldaten hauptsächlich Schüsse bis zu einem Kilometer Entfernung. Die ersten Schützen der Geschichte schießen damals höchstens 350 Meter weit. Trotzdem sind sie gefürchtet, denn einmal geladen, verfügen Armbrüste schon im Mittelalter über eine Spannkraft von bis zu einer Tonne. Damit schießen bürgerliche Scharfschützen, stolze Ritter regelrecht über den Haufen. Ein Affront im Mittelalter, der dazu führt, dass der Papst 1139 die Armbrust verbietet. Allerdings ohne Erfolg. Doch wie gefährlich ist die Armbrust wirklich? Den Mythos, dass eine Armbrust eine Ritterrüstung durchschießen konnte, wollen wir mit dem Probeblech, was 1 mm stark ist, hier unter Beweis stellen. Wir schießen aus einer Distanz von 30 Metern. Als Waffe wählen wir eine Armbrust, die in dieser Form auch im Mittelalter gebräuchlich ist. Also bei diesem Modell handelt es sich um eine sehr starke Armbrust, eine sogenannte ganze Rüstung. Dieser Bogen hat eine Spannkraft von 9500 Newton oder 950 Kilogramm, also fast eine Tonne. Wenn man sich die gespannte Armbrust hier betrachtet, muss man davon ausgehen, dass in diesem gespannten Bogen jetzt ungefähr eine Energie steckt, wie von einem geladenen 357 Magnum Revolver. Und diese Energie steht zur Verfügung, bis der Schütze abdrückt. Nicht wie beim Bogen, der es gerade auf 40 Kilogramm bringt, die der Schütze mit Muskelkraft halten muss. In aller Ruhe kann der Armbrustschütze den richtigen Moment abwarten. Der Schuss hat gesessen. Das Blech ist glatt durchschlagen. Und die Spitze ist selbst durch den Bolzenfang durchgegangen. Man kann also davon ausgehen, dass eine Rüstung, zumindest in dem Teil, wo die Blechstärke 1 mm war, glatt durchschossen worden wäre. Dieser Schuss wäre tödlich gewesen, nicht nur aus 30 Metern Entfernung. Bei 100 Metern würde sich an der Situation nicht viel ändern. Die Durchschlagskraft des Bolzens würde ungefähr genauso sein. Das heißt, das Blech wäre genauso durchdrungen wie auf diese Entfernung. Doch wo liegen die Grenzen der Armbrust? Wir wiederholen den Versuch mit doppelt so dickem Blech. Unsere Armbrust hat eine Spannkraft von einer Tonne. Das müsste reichen, das Blech zu durchschlagen. Doch der Bolzen prallt ab, obwohl unsere Armbrust extrem stark ist. Natürlich geht diese Energie nicht hundertprozentig auf den Bolzen über. Jedes technische Gebilde hat einen Wirkungsgrad. Und bei einer Armbrust ist der Wirkungsgrad ca. 40% bei diesem Bolzengewicht, was ich hier in der Hand habe. Eine Truppe Elite-Scharfschützen macht sich fertig. Major Offer möchte heute ein Szenario trainieren, für das spezielle Tarnanzüge entwickelt wurden. Das ist ein spezieller Anzug für Scharfschützen. Er hat nämlich zwei Seiten. Die eine Seite ist fürs Stadtgebiet. Hier sehen Sie, sie ist betonfarben. Wenn ich sie gegen die Wand halte, sieht man sie kaum. Und wenn Sie in der freien Natur kämpfen, können Sie die andere Seite benutzen. Die ist grün. Und so kann man sich hervorragend in der Natur tarnen. Similar to the suit. Einzigartig für die israelische Armee ist auch die Helmtarnung. Helm
Es verwischt die Konturen. Der Kopf sieht dann nicht mehr aus wie ein Kopf, sondern eher wie irgendetwas Zerbrochenes. Eine Form, wo man nicht genau weiß, worauf man zielen soll. Tarnung benutzen auch die ersten Gewehrscharfschützen, die hessischen Jäger. In waldfarbenen Röcken dienen sie im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ihren ersten großen Auftritt haben Scharfschützen in den Gräben des Ersten Weltkriegs. Hier konnten die Soldaten beider Seiten kaum den Kopf über den Rand strecken. Im Zweiten Weltkrieg entdeckt die Nazi-Propaganda den Scharfschützen. In Hitler-Deutschland werden ganze Filme darüber gedreht, wie ein einziger Scharfschütze große Teile der Roten Armee aufhalten kann. Aber auch die andere Seite verehrt ihre Scharfschützen. In der Sowjetunion stilisiert Josef Stalin sie zu Ikonen des Widerstandes. Ein Mythos, der noch heute lebendig ist. Etwa 85% unserer Scharfschützen in der israelischen Armee haben ihre Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion. Es wurde ihnen einfach eingetrichtert. Von Kindesbeinen an, mit Geschichten ihrer Väter und Großväter über Scharfschützen in der Sowjetunion. Heute unterscheidet man zwei Arten von militärischen Scharfschützen. Die einen schießen bis zu einem Kilometer weit, die anderen, sogenannte Distanzscharfschützen, treffen noch auf mehr als 2 Kilometer Entfernung. Die israelischen Zahler Finn müssen oft in Sekunden entscheiden, ob der Gegner bewaffnet ist. Es ist mit Sicherheit kein Job für jeden. Man braucht wirklich ein dickes Fell. Jemanden zu erschießen und zu sehen, wie er fällt und nicht mehr aufsteht, das ist wirklich nicht einfach. Allerdings habe ich in meinem Leben noch nie auf jemanden geschossen, der keine Waffe in der Hand hatte. Distanzscharfschützen benutzen diese Gewehre. Den weitesten Treffer erzielte ein Kanadier, der in Afghanistan auf eine Entfernung von 2,43 Kilometern traf. Solche Gewehre benutzen riesige 5 mm Projektile und die Gewehrläufe federn zurück, um den gewaltigen Rückstoß aufzufangen. Bevor Israels Scharfschützen in Stellung gehen, müssen sie einen geheimen Unterschlupf finden. Normalerweise nehmen wir Gebäude, die leer sind. Wenn jemand drin ist, wird er vorher alle alarmieren. Ist doch jemand im Gebäude, dann nehmen wir ihn fest und sperren ihn in ein Zimmer, wo ihm nichts passieren kann. Dort muss er allerdings so lange bleiben, bis wir unseren Job erledigt haben. Sobald die Zeller Finn ein Gebäude in passender Position aufgeklärt haben, besetzen sie es. Zuerst suchen sie einen Raum auf, in dem sie sich umziehen und fertig machen können. Ein Raum, der abseits der Position liegt, aus der sie später schießen werden. Das ist jetzt der kritischste Moment der ganzen Operation. Jetzt sind sie zwar im Zielgebäude, aber sie müssen sich erst noch fertig machen. Dann gehen sie rüber in den Schießraum. Da können sie sich aber kaum bewegen. Sie gehen in Position und das war's. Da müssen sie ganz leise sein. Hier ist also die letzte Möglichkeit, sich vorzubereiten und nochmal Krach zu machen. Die Vorbereitung dauert maximal 10 Minuten. Voraussetzungen für den Job des Scharfschützen: erstklassige Augen, Geduld und mentale Fitness. Denn in wenigen Sekunden müssen die Männer entscheiden, ob eine Person bewaffnet oder ein ungefährlicher Zivilist ist. Beim Einsatz in städtischen Gebieten besteht eine Einheit aus einem Aufklärer und 2 Scharfschützen. Wenn wir uns in Städten bewegen, halten wir Ausschau nach Kämpfern, die bewaffnet sind und unsere Truppen gefährden. Das Team aus Aufklärer und 2 Scharfschützen observiert die Gegend. Sie dürfen nicht entdeckt werden. Ein Spezialnetz schirmt das Team gegen neugierige Blicke ab. Die Idee dieses Netzes ist, dass man von außen überhaupt nichts sehen kann, von innen jedoch alles. Das Netz macht den Raum von außen stockduster, aber von innen können wir alles genau beobachten. Sie schießen dann einfach durch das Netz hindurch. Heute schießen die Soldaten mit Platzpatronen auf einen Kameraden, der den Aufständischen mimt. Der Aufklärer gibt das Ziel frei.
Die Anweisung: Feuererlaubnis erteilt. Eine große Verantwortung und eine enorme psychische Belastung für 20-jährige Soldaten. Von einigen Schüssen habe ich Albträume bekommen. Ich habe mich gefragt, was habe ich getan? Man gewöhnt sich nie daran. Es ist nichts Einfaches. Es nimmt dich wirklich mit. Aber du musst dir immer vor Augen halten, was er gemacht hätte, wenn du ihn nicht erschossen hättest. Wen hätte er getötet? Eine Verantwortung, die seit dem Zweiten Weltkrieg auch Frauen tragen. Die Sowjets setzen zuerst weibliche Scharfschützen ein. Auch in der israelischen Armee dienen Frauen und seit einem Gerichtsurteil von 1994 dürfen sie auch kämpfen. Trotzdem gibt es nur wenige Frauen, die aktiven Dienst an der Waffe leisten. Eine davon ist die 19-jährige Luisa, die seit 6 Monaten an der ägyptischen Grenze stationiert ist. Man muss eine ruhige Person sein, die gerne alleine arbeitet. Denn wenn der Moment kommt, muss man genau wissen, wann und auf wen man schießen muss. Man muss die richtige Entscheidung treffen, denn man hat keinen um sich herum, der es für einen tut. In einer Woche wird die junge Soldatin wieder aktiv im Einsatz sein. Begonnen hat alles mit der Erfindung der Armbrust. Jahrhunderte später gehören Scharfschützen zu jeder Armee weltweit. Angst, das bedeutet kalter Schweiß, Herzrasen, weite Pupillen und die Haare stehen sprichwörtlich zu Berge. Ein Relikt aus unserer Vergangenheit. In Gefahrensituationen oder bei Rivalenkämpfen ließen die aufgestellten Haare den Körper größer und gefährlicher erscheinen. Doch was genau steckt hinter den verschiedenen Ängsten? Wir haben die wichtigsten Fakten für Sie zusammengetragen. Der weiße Hai, Symbol für Furcht und Schrecken. Eine einzige Attacke kann tödlich sein. Bei manchen reicht bereits der Gedanke an einen weißen Hai, um den elementarsten Instinkt der Menschen auszulösen: Angst. Und wo lässt sich besser untersuchen, was bei Angst im Körper passiert, wenn nicht bei einem Tauchgang mit einem weißen Hai? Shark Alley, Südafrika. Sarah Jane Davey will ihre Furcht vor Haien überwinden. Um zu erfahren, was dabei in Sarahs Körper passiert, werden bei ihr Adrenalin-Level, Herzfrequenz und Sauerstoffverbrauch gemessen. Oh Gott, ich weiß, ich werde vor Angst wie gelähmt sein, wenn das Ding um den Käfig schwimmt. Sarah arbeitet am südafrikanischen White Shark Institute. Obwohl sie vor den Tieren große Angst hat, ist sie von den Killern der Meere fasziniert. Um die Haie anzulocken, wirft das Testteam auf hoher See ein Gemisch aus Blut und Fischködern ins Wasser. Ja, 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 here it is, here it is. Look. Es ist ein weißer Hai. Und er ist in Angriffslaune. Nur dieser Käfig wird Sarah von ihrem größten Albtraum trennen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sarah nimmt all ihren Mut zusammen und steigt in den Käfig. Der Hai verfolgt das Geschehen mit großem Interesse. Sobald der Käfig unter die Wasseroberfläche taucht, ist Sarahs Nervensystem in Alarmbereitschaft versetzt. Und noch bevor sie den Hai bewusst wahrnimmt, hat der Thalamus, ein Teil des Stammhirns, bereits ein Warnsignal erhalten. Der Thalamus ist für die Verarbeitung neuer Reize zuständig. Sofort schickt er eine Nachricht an die Amygdala, das Angstzentrum des Gehirns. Von dort erhalten die Nebennieren den Befehl, das Stresshormon Adrenalin auszuschütten. Adrenalin veranlasst das Herz, schneller zu schlagen und flutet die Muskeln mit Blut. Sarahs Herz schlägt jetzt 117 Mal pro Minute. Ihr Normalpuls liegt bei 60. Der ganze Prozess geschieht unterbewusst.
Nach nur 12 Millisekunden ist der Körper zu Flucht oder Kampf bereit. Erst 24 Millisekunden später nimmt Sarah den Hai bewusst wahr. Jetzt hat sie den Meereskiller gesehen und die Gefahr gedanklich erfasst. Nach nur 5 Minuten hält sie den Angstzustand nicht mehr aus. Obwohl sie sich kaum bewegt hat, hat sich ihr Herzschlag verdoppelt. Der Adrenalinlevel ist 11-mal so hoch wie normal. Und auch der Sauerstoffverbrauch ist dramatisch angestiegen. Ich werde immer Angst haben, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Ich könnte das sofort wieder machen und ich wäre nicht mehr so zögerlich. Das heißt, setzt man sich bewusst einer Situation aus, die einen ängstigt, lässt die Phobie davor mit der Zeit nach. Allerdings, für manche Menschen ist die körperliche Reaktion auf Angst wie eine Droge. Auch für Dean Potter. Er sucht bewusst die Gefahr, um einen Adrenalinkick zu erleben. Dean ist Extremkletterer. Extrem deshalb, weil er in der Wand auf Seile und Gurte verzichtet. Klettern ist eine ganz ursprüngliche Sache. Es geht dabei um Leben und Tod. Und das würdigst du. Dean ist ein sogenannter Sensation Seeker. Wissenschaftler vermuten, dass Leute wie Dean weniger Dopamin und Noradrenalin in ihrem Körper haben. Diese Botenstoffe stimulieren das Nervensystem. Menschen mit einer geringeren Ausschüttung dieser Botenstoffe finden das tägliche Leben oft langweilig. Zum Ausgleich suchen sie die echte Gefahr. Beim Klettern gibt es keinen Platz für Angst. Es wäre überhaupt nicht gut, wenn ich Angst bekommen würde. Deshalb konzentriere ich mich voll auf meine Hände, Füße und vor allem auf meinen Atem. Dadurch bekomme ich keine Angst. Dean darf Angst auch gar nicht zulassen. Das würde seine Konzentration stören. Greift er nur einmal daneben, würde das seinen sicheren Tod bedeuten. Damit Dean sicher klettern kann, findet in seinem Kopf eine Art Wettstreit zwischen Stammhirn und Großhirn statt. Denn das Stammhirn erkennt, wie gefährlich die Situation ist und leitet die Angstreaktion ein. Sie soll Dean dazu bewegen, die gefährliche Kletterpartie abzubrechen. Dagegen kämpft das Großhirn an, zuständig für das bewusste Denken. Im Großhirn sind Deans Erinnerungen an die letzten Klettertouren gespeichert. Geräusche, optische Eindrücke und Gerüche lassen die alten Erfahrungen aufleben. Das Großhirn schickt Impulse zum Angstzentrum des Stammhirns und unterdrückt die Angstreaktion. Wenn ich den Gipfel erreiche, fällt eine riesige Last von mir ab. Ich bin dann völlig entspannt und genieße die Aussicht. Es hilft, das Leben zu schätzen und zu würdigen, dass man am Leben ist. Deans spezieller Botenstoff-Cocktail und seine Erfahrung lassen ihn ständig die reale Gefahr suchen. Mit dem Risiko, beim kleinsten Fehler sterben zu können. Nur dank absoluter Konzentration und hartem Training überwindet er den elementarsten Instinkt des Menschen, die Angst. Noch mehr Themen aus der Welt der Wunder gibt's im aktuellen Heft. Tschernobyl und Fukushima sind weit entfernt, doch wie sieht es hier bei uns mit der radioaktiven Strahlenbelastung aus? Sind wir Menschen radioaktiv? Warum strahlt Geschirr und weshalb können uns Strahlen auch heilen? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten aufgemacht. Radioaktivität. Man sieht sie nicht, man riecht sie nicht. Und genau deswegen haben viele Menschen Angst vor dem unsichtbaren Feind, der selbst in Gegenständen des Alltags steckt. Radioaktive Strahlung ist in unserer gesamten belebten Umwelt und umgibt uns überall. Das wollen wir genauer wissen. Wie viel Radioaktivität steckt in unserem Alltag? Und wie schädlich ist sie? Wir sind in der Münchner Innenstadt. Ein Geigerzähler, den wir dabei haben, misst zwar keine hohen Werte, aber er schlägt aus. Sind sich die Passanten der radioaktiven Bedrohung bewusst? Wisst ihr, dass ihr radioaktive Strahlung selbst in euch habt? Nee, ist mir nicht bewusst, ne? Was beunruhigt Sie denn so an radioaktiver Strahlung? Man kann auch Krebs davon bekommen. Ja, genau weiß ich es auch nicht. Fühlen Sie sich da nicht bedroht? Keineswegs. Nur weil was radioaktiv strahlt, habe ich nicht automatisch Angst davor. Ich meine, Banane strahlt auch. Und wie wir später sehen werden, hat dieser Mann recht. Doch Strahlung ist nicht gleich Strahlung.
Generell bezeichnet man als Radioaktivität energiereiche Strahlung, die entsteht, wenn Elemente wie Uran, Radon, Cäsium, Kalium oder Polonium zerfallen. Das geschieht stets willkürlich in Form von Alpha-, Beta- oder Gammastrahlung. Wir sind am Institut für Strahlenschutz des Helmholtz-Zentrums in München. In der sogenannten Nebelkammer kann Dr. Werner Kirchinger die sonst unsichtbaren radioaktiven Strahlen mittels einer speziellen Technik sichtbar machen. So sieht radioaktive Strahlung aus, die uns stets umgibt. Generell wird die Dosis an Strahlung, die vom menschlichen Körper aufgenommen wird, in Millisievert gemessen. Bei Menschen treten ab einer Strahlenbelastung von 250 Millisievert bereits eine Schädigung des Erbgutes oder Gehirnschäden auf. Ab 5000 Millisievert ist die radioaktive Strahlung tödlich. Zum Vergleich: Die Strahlenbelastung nach dem Super-GAU in Fukushima war 10 Millionen Mal höher als zum Beispiel in München. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Belastung durch natürliche und künstliche Quellen, wie etwa der Medizin, 4,5 Millisievert pro Jahr. Im Boden enthaltene radioaktive Stoffe machen dabei 7% dieser Summe aus. Dr. Werner Kirchinger misst die Strahlenwerte einiger Gegenstände aus Großmutters Zeiten, die heute noch auf Flohmärkten verkauft werden. Diese wurden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Das sind einige Gegenstände des täglichen Gebrauchs, wie sie so in den 50er, 60er Jahren durchaus noch üblich waren in Deutschland. Wir haben zum Beispiel einen Wecker, der Radiumfarbe auf den Leuchtziffern aufgezeichnet hat. Und wenn wir mit einem Kontaminationsmonitor draufgehen, dann werden Sie feststellen, dass es pfeift. Der Wecker selber hat aber, was die Dosisleistung anbelangt, eine sehr, sehr geringe Dosisleistung. Das heißt, wenn ich nicht tagtäglich diesen Wecker neben dem Kopf stehen habe, dann ist die Dosis, die letztendlich hier auf den Menschen kommt, zu vernachlässigen. Diese Gegenstände sind kontaminiert, da sie Bestandteile wie radioaktives Uran enthalten. Gegenstände des täglichen Gebrauchs werden heute daher aus anderen Materialien hergestellt und sind ungefährlich. 7% der Strahlung, die wir in uns aufnehmen, stammt aus unserer Nahrung. Wir machen den Test. Unser Experte misst die Radioaktivität von 4 zerkleinerten Bananen. Wir können mit dieser Anlage hier sehr feine Aktivitäten von radioaktivem Material in Lebensmitteln nachweisen. Wir haben zum Beispiel jetzt Bananen in einer der Messkammern und pro Banane können wir ca. 12 Becquerel tatsächlich an Kalium-40 detektieren, nachweisen und auch hier sichtbar machen. Becquerel gibt an, wie oft zum Beispiel Kalium in einer Sekunde zerfällt. In Deutschland gilt ein Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm. Bei Milch- und Säuglingsnahrung sogar nur 370. Auch in anderen Lebensmitteln wie Fleisch, Obst und Gemüse sind geringe Werte nachzuweisen. Einzig Getreide weist einen höheren Wert auf, bleibt jedoch stets unter der vorgegebenen Maximalgrenze und ist daher unbedenklich. Doch wie kommt natürliche Radioaktivität in unsere Lebensmittel? Pflanzen wachsen auf Böden, in denen natürlicherweise Uran und Uranbestandteile vorhanden sind. Diese nehmen die Pflanzen auf und landen wiederum im Tier und später in unserem Körper. Wildfleisch und Pilze weisen eine besondere radioaktive Strahlenbelastung auf. Besonders in Süddeutschland erlegtes Wild oder selbst gesammelte Pilze können radioaktiv verseucht sein. Der Grund hierfür liegt mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Nach dem Super-GAU in Tschernobyl 1986 zog die Regenwolke bis nach Deutschland und brachte hochradioaktives Cäsium zu uns. Und dementsprechend müssen auch heutzutage noch in bestimmten Regionen Deutschlands Wildschweine und Rehwild ausgemessen werden, um festzustellen, ob diese Grenzwerte erreicht sind oder nicht. Mit 9% bildet die Höhenstrahlung, auch kosmische Strahlung genannt, eine Radioaktivitätsquelle, die auf uns Menschen einwirkt. Die kosmische Strahlung setzt sich aus einem großen Teil zusammen, der von fremden Galaxien kommt. Ein zweiter Teil ist der, der von unserem eigenen Zentralgestirn, der Sonne, kommt, der Sonnenwind. Das bedeutet, beim Fliegen in einer Höhe von 12 Kilometern wird der Mensch bis zu einer 100-fach höheren Strahlenbelastung ausgesetzt wie auf der Erde.
Die kosmische Strahlung betrifft auch Menschen, die sich in höheren Lagen aufhalten. Dies ist beim Bergsteigen oder beim Skifahren der Fall. Die radioaktive Belastung ist dort stets höher. Zum Vergleich: Die natürliche kosmische Strahlung liegt in Hamburg bei etwa 0,3 Millisievert pro Jahr. Auf der Zugspitze wird schon ein Wert von etwas mehr als einem Millisievert pro Jahr gemessen. Den beachtlichsten Teil der natürlichen Strahlung macht der radioaktive Stoff Radon in unserer Luft aus. Er trägt mit 31% zur Strahlenbelastung des Menschen bei. Radon ist ein Gas und kommt besonders in Süddeutschland und im Fichtelgebirge vor. Aber auch in Baumaterialien wie Ziegeln, Beton und gerade in Lehm-Stroh-Gemischen ist Radon enthalten und wird so auf natürliche Weise in unsere Wohnumgebung abgesetzt. Unser Experte rät daher: Ganz entscheidend für das Leben in solchen Häusern ist, dass man das Lüftungsverhalten dementsprechend verändert, viel lüftet. Wenn Sie dachten, dass Zigaretten nur aufgrund von Tabak und Nikotin gesundheitsschädlich sind, haben Sie sich geirrt. Zigaretten wie diese Packung hier haben zwar, wenn wir ein Messgerät hinhalten, keinen messbaren Effekt, aber die Tabakpflanze ist eine Pflanze, die sehr gerne auf uranhaltigen Böden wächst. Dementsprechend Uran und Folgeprodukte in die Pflanze aufgenommen werden und zum Beispiel Polonium-210 dann über den Zigarettenrauch in den menschlichen Körper kommt. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand 20 Zigaretten am Tag rauchen würde, dann wäre das eine Dosis übers Jahr gesehen, die etwa 300 Röntgenaufnahmen der Brust, des Brustkorbes entsprechen würde. Medizinische Verfahren wie das Röntgen tragen mit 45% zur Strahlenbelastung bei. Radioaktivität spielt allerdings auch bei der Heilung von Krankheiten eine große Rolle. Ein Drittel der Strahlenbelastung wird durch medizinische Maßnahmen wie Röntgen und Computertomographie beigesteuert. Ein beachtlicher Beitrag, vergleicht man ihn mit der natürlichen Radioaktivität. Wenn wir schon keinen Einfluss auf die ständige natürliche Strahlung haben, sollte man wenigstens bei medizinischen Untersuchungen darauf achten, dass diese in einem gesunden Maße bleiben. Ich muss es leider hier an dieser Stelle zugeben, ich kann mir unglaublich schlecht Namen merken. Angeblich kann man mit ein bisschen Übung und Motivation sich ganz leicht Namen und Gesichter merken, sogar Einkaufszettel und auch komplexe Sachverhalte. Wir sind mit einem der bekanntesten Gedächtnistrainer Deutschlands unterwegs gewesen, der Ihnen und hoffentlich auch mir jetzt was beibringt. Wer kennt das nicht? Man steht im Supermarkt und hat mal wieder die Einkaufsliste zu Hause liegen lassen. Die Folge: Die Hälfte aller Artikel werden vergessen. Ärgerlich. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, zeigen wir Ihnen eine einfache Methode, mit der Sie sich alles problemlos einprägen können. Die Nummer 12, das war der Geist, der um 12 Uhr mitternachts quasi herumspukt. Und den müssen wir entstauben, mit dem Staubtuch. Unsere Testperson, Studentin Denise, 22 Jahre alt. Gecoacht wird sie von Markus Hoffmann. Der 35-Jährige ist Buchautor und einer der renommiertesten Gedächtnistrainer Deutschlands. Im Prinzip kann sich jeder eine Fülle von Informationen abspeichern, wenn er die richtige Technik benutzt. Weil letztendlich haben wir sehr viele Informationen im Kopf. Die Frage ist bloß, können wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die Information benötigen, auch wieder auf dieses Wissen zugreifen? Und letztendlich ist jeder da in der Lage, diese Techniken sich zu erlernen und anzueignen. Markus Hoffmann wird Denise die sogenannte Baummethode beibringen. Hierfür müssen den Zahlen 1 bis 15 passende Symbole zugeordnet werden. Eins ist der Baum. Eins ist der Baum. Sieht aus wie so ein Baumstamm. Zwei, das ist ein Schwan, weil der genauso eine Form hat wie der Schwan. Zwei ist der Schwan. Drei ist der Hocker, der hat drei Beine. Vier ist das Auto, wegen den. Warum? Vier Reifen. Und fünf ist die Hand, wegen den? Fünf Finger. Okay, also logisch. Okay. Sechs Seiten hat der Würfel bei mir. Okay? Deswegen ist sechs der Würfel. Mhm.
7 ist der Zwerg wegen der 7 Zwerge, 8 die Achterbahn, 9 die Katze wegen ihres geschwungenen Schwanzes, 10 die Bibel, da 10 Gebote. Man denkt, dass man jetzt hier 15 Begriffe zusätzlich noch merken möchte. Das ist aber nicht der Fall, weil letztendlich kann man das in 2-3 Minuten, diese Zahlen von 1 bis 15 in Symbole verwandeln, was man dann als mentalen Briefkastenanker hernehmen kann, um zusätzliche Informationen damit zu verknüpfen. Bei 11, da denke ich immer an Fußball. Fußballmannschaft. Auch logisch, 11 Spiele beim Fußball. 12 ist bei mir der Geist. Warum? 12 könnte der Geist sein. 12 Uhr Mitternacht. Okay. 13 ist der Fahrstuhl, weil es in Amerika kein 13. Stockwerk gibt. 14 ist das Herz, weil am 14. Februar Valentinstag ist und da kriegt mein Herz einen Blumenstrauß geschenkt. Okay. Und 15 ist der Ritter, weil im 15. Jahrhundert die Ritter ausgestorben sind. Jetzt müssen die 15 Symbole mit den 15 Gegenständen der Einkaufsliste möglichst fantasievoll verknüpft werden. Okay. Und zwar, jetzt stell dir vor, was war eins nochmal? Der Baum. Und stell dir vor, wenn du in den Baum hineinguckst, da sind lauter Pfefferstreuerin, da rieselt Pfeffer vom Baum herunter, okay? Auf der Nummer 7. Jetzt musst du dir überlegen, was war die 7? Das waren die 7 Zwerge. Und was machst du mit den Batterien? Damit betreibe ich die 7 Zwerge. Ich weiß es genau nicht. Genau, so, die schlägst du dir hinten rein und dann hast du diese Duracell-Zwerge, die da so hin und her gehen. Okay. Die kennst du, oder? Ja. Wo diese Trommelzwerge, ja, mit einer Batterie hinten rein. Und da geht halt der eine länger als der andere. Ja. Spülmittel? Die Nummer 10, die Bibel. Genau, jetzt klappst du die Bibel auf und jetzt mit Spülmittel tust du die ganzen Buchstaben aus der Bibel wegwischen. Korkenzieher, Nummer 13. Das war. Was war 13? Der Fahrstuhl. So, jetzt, was könntest du mit Korkenzieher und Fahrstuhl, wie könntest du das verknüpfen? Ich könnte den Fahrstuhl mit dem Korkenzieher hochziehen. Genau, mit dem Korkenzieher drehst du den Fahrstuhl hoch. Das ist ein schönes Bild. Und deine Bilder sind immer besser als meine Bilder. Mhm. Ja, weil das deine Kreativität ist. Ja? Der Gedächtnistrainer geht mit Denise einmal alle Begriffe durch, ohne der Studentin die Liste zu zeigen. Am Anfang war ich eher skeptisch, weil ich gedacht habe, es ist schwierig, sich die Symbole zu merken, mit den Zahlen. Aber dann war ich sehr schnell überzeugt und überrascht und fand es auch sehr interessant. Nun wollen wir testen. Kann sich Studentin Denise im Supermarkt mit Hilfe der Baummethode an alle 15 Begriffe der Einkaufsliste erinnern? Die Nummer 1 war der Baum. Und dazu war die Geschichte, dass eben aus dem Baum der Pfeffer runterrieselt. Und somit war der erste Einkaufsgegenstand der Pfeffer. Der Anfang läuft gut. Denise hat die Symbole zu den Zahlen fest im Kopf. Die entsprechenden Geschichten zu diesen Symbolen bringen die 22-Jährige zu den Gegenständen, die sie sich zuvor in wenigen Minuten eingeprägt hat. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Dann die Nummer 7, das waren die 7 Zwerge. Die sind alle batteriebetrieben. Jetzt brauchen wir Batterien. Auch die Gegenstände Nummer 8 und 9 sind kein Problem für Denise. Die Nummer 10, das war die Bibel. Und da haben wir uns dazu ausgedacht, beziehungsweise ja, wir, dass man die Gebote mit dem Spülmittel quasi rauspoliert. Und jetzt suche ich das Spülmittel. Die Baummethode scheint perfekt zu funktionieren. Doch wird sich Denise am Ende an 15 ganz unterschiedliche Gegenstände erinnern? Jetzt 13. Genau, das war der Fahrstuhl. Weil es ja in Amerika keinen 13. Stock gibt, müssen wir den mit dem Korkenzieher hochziehen. Und der Korkenzieher ist wahrscheinlich auch wieder bei den. Jetzt fehlen der Studentin nur noch 2 Gegenstände. Symbol Nummer 14 ist das Herz. Das Bild dazu, das Herz aus Blätterteig. Als letzten Gegenstand den Kugelschreiber, mit dem ich den Ritter, der als Symbol für die Nummer 15 war, quasi bekrakel. Und da haben wir hier einen Kugelschreiber. Und das war's. Es hat funktioniert. Denise hat das Denken in Bildern unglaublich geholfen.
Ich wusste, ich zähle von 1 bis 15, hatte dazu zu jeder Zahl meine einzelnen Begriffe und konnte dann auch ganz einfach die Einkaufsgegenstände zuordnen durch die Geschichten und die Bilder im Kopf. Wir fassen zusammen. Bei der Baum-Methode werden den Zahlen 1 bis 15 passende Symbole zugeordnet. Diese Symbole wiederum werden mit den Gegenständen der Einkaufsliste möglichst fantasievoll verknüpft. Fazit: Wer in Bildern denkt, der kann sich alles merken. Und das ohne Liste. Okay, ab sofort denke ich nur noch in Bildern. Bin gespannt, ob ich mir so Namen besser merken kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Welt der Wunder.